Das gibt 3 Tage Urlaub, meine Damen und Herren. Pause! Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jutke Dizzy. Und ich kann Ihnen gleich sagen, wir müssen wirklich nicht lange rumreden, weil jetzt knallt's. Jetzt knallt's. Wir haben hier nämlich so einen Vorwurf, mit dem Herr Jutke sich sehr gut auskennt. Und zwar intentional. Volle Absicht, beabsichtigt etwas auf der Strecke tun, was meistens in nicht so gut aussehenden Akten endet. Und ich würde mich wirklich wundern, wenn hier intentional reported wurde und nicht intentional drin ist. Ich hoffe wirklich, dass wir jetzt nicht was sehr, sehr Schlimmes sehen, denn sonst gibt es sehr, 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 sehr lange Urlaub. Und ich denke, so innerlich kenne ich jemanden, der das auch schon mal kennengelernt hat und sich damit auch nicht so gut gefühlt hat. Wir sind in Spanien, Barcelona. Blauer Himmel, paar Schäfchenwolken, schönes Fahrzeug, die britische Kutsche. Nee, stimmt nicht. Die britische Kutsche wäre was anderes. Es ist die britische Zwiebacksäge auf der Jagd nach der deutschen Bockwurst. Gucken wir mal rein, was hier so stattfindet bei Intentional. Moment. Wir müssen mal ganz kurz in die Akten. Also der BMW hat dazu nichts gesagt, aber er hat ihn abgelehnt. Aber ich muss wirklich sagen, dass das nicht koscher aussieht, was da passiert. Weil da gibt es keinen Grund zu bremsen. Also der BMW hat das Auto nicht verloren. Es fährt sich normal. Er ist auf dem Gas und geht dann voll auf die Bremse. Und hier gibt es keinen Grund. Also Wir sind hier bei den Rookies, okay? Und selbst bei den Rookies gibt es hier keinen Grund zu bremsen. Vor allen Dingen mit der Fahrt nach links. Eventuell ist nur ein Gedankengang, weil er nach links rüberlenkt. Wollte er jemanden vorbeilassen an der Stelle? Aber er war auch nicht überrundet, muss man gleich dazu sagen. Vielleicht wollte er ihn vorbeilassen, aber hat wirklich den unangenehmsten Punkt gewählt. Weil das sieht nämlich aus wie ein Brake-Check. Das sieht aus wie ein Brake-Check. Das ist halt wirklich ein Brake-Check. Also selbst wenn er ihn durchlassen wollte, selbst wenn, ist das immer noch wirklich ein provozierter Unfall, der dadurch entsteht. Und das ist wirklich nicht gut. Wisst ihr was? Pass auf. Wir haben ja so ein bisschen auch aus der Vergangenheit gelernt. Wir lassen das nochmal durchgucken. Von jemandem. Also nochmal ein paar Augen mehr. Es ist aber am Ende, bleibt das ein Brake-Check. Es ist und bleibt wirklich ein Brake-Check. Also egal, wie wir es drehen und wenden, er hat die Bremse bewusst gedrückt und ihm ist jemand reingefahren. Das ist ein Brake-Check. Ich mach nur einen sporadischen. Ist ein sporadischer, okay? Sporadisch. Nicht gut. Sowas solltet ihr nie tun. Wenn ihr jemanden durchlassen wollt, einfach beiseite fahren. Wirklich einfach irgendwo hinfahren, weil das sieht am Ende für euch echt nicht gut aus. Wirklich nicht. Oh, das sieht nicht gut aus für euch am Ende. Schauen wir uns doch mal den nächsten Fall an. Wir sind auf Oldenpark.
Ui! Uldenpark hat immer... Wir sind ausnahmsweise mal nicht bei GT3 unterwegs. Wir sind in der ersten Runde unterwegs und wir sind noch auf der Startzielgeraden, meine Damen und Herren. Es ist, es bleibt spannend auf Oldenpark. Es regnet nicht, es ist schönes Wetter. Die Autos sind rasch unterwegs. Wir befinden uns im Mittelfeld. Das kann eigentlich nur wieder Gutes bedeuten. Schauen wir uns doch mal an, was der Film hier für uns vorbereitet hat. Oh, doch, alle noch sehr rücksichtsvoll hier. Ich habe zu früh gesprochen. Ich war einfach zu früh. Den würde ich sagen, hat er entsorgt. Aber den hat er mit Hass entsorgt, würde ich sagen. Da müssen wir nicht drüber reden. Der war ein bisschen sehr motiviert. Man muss jetzt dazu sagen, ohne ihn jetzt in Schutz zu nehmen, einfach nur um die Situation ein bisschen zu erklären, der Aston hat die Kurve sehr, sehr eng genommen. Also der ist sie, würde ich sagen, sehr langsam und vorsichtig gefahren. Sieht man auch, er bremst ja hier auch nochmal. Ne? Und wenn man jetzt hier den Winkel sieht, dann kommt er hier so auf der Seite raus und der Alpine müsste das sein, korrekt? Ja, der Alpine versucht halt so weit wie es geht rauszufahren. Und deswegen überschneiden sich die Linien und er schiebt ihn raus. Ist nicht korrekt. Ist nicht korrekt. Kann aber trotzdem alles mal passieren, gerade wenn man mit weniger Erfahrung auf der Strecke ist. Deswegen sage ich auch immer, das kommt immer mit der Zeit, mit dem Wissen und mit den Fahrstunden, die man hat, dass man solche Situationen besser einschätzt. Guck mal, wenn wir jetzt mal schauen, der wäre so hier, wäre der rausgekommen und der Alpine wäre hier rumgefahren und dann überschneiden die sich. Da gab es dann halt eine kleine Rangelei. Ist natürlich jetzt nicht schön für den Aston, weil das Rennen dann an der Stelle sehr doof gestartet ist. Aber der Alpine kriegt jetzt eine Strafe von 1 Safety Rating, weil das ist causing a collision in Lap 1. Schauen wir doch mal rein. Wir sind wieder in Donington unterwegs. Eieieiei. Oh no. Report Reason. Massencrash. Und ob wir das jetzt glauben oder nicht, wir befinden uns nicht auf Startziel. Okay. Wenn ich das gerade richtig sehe, haben wir sogar fast die Runde abgeschlossen. Oh no. Wir fahren auf die letzte Kurve in Donington zu, meine Damen und Herren. Oh, das Auto sieht aber auch schon gut mitgenommen aus. Nee, warte mal, das ist ja gar nicht Runde 1. Wir sind schon in Runde 2. Moment mal, da hat einer gesendet und der andere hat während des Sendens auch noch gesendet? Was bin ich sehen? Das war eine Doppelsendung? Habe ich das gerade richtig gesehen? Das war eine Doppelsendung. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Doppelsendung gesehen habe. Das war das erste Mal in meinem Leben und wir machen das hier schon seit 2 Jahren. Dass wir eine Doppelsendung gesehen haben. Holy Guacamole! Wo ist denn hier der Bremspunkt? Ah ja, also bremsen tut er jetzt nicht verkehrt, wenn vor ihm keiner wäre. Was eine Doppelsendung ist, der hier versucht zu diven und der divet auch noch. Die diven beide. Die sind quasi sozusagen Apnoe-Taucher und geben sich die Hand. Die tauchen zusammen, Hand in Hand. Holy moly! Ja, da müssen wir aber auch nicht drüber reden. Das ist ja, also, da würde ich sagen, gibt es jetzt mal eine kleine, fesche Pause. Habe ich jetzt wirklich einen OBS-Bug? Please don't. Ich habe einen OBS-Bug, Leute. No, warum jetzt? Dive Brothers! Ja, man könnte wirklich sagen, das ist Dive Brothers, ja. Aber das war jetzt auch, das war wirklich wild. Das gibt 3 Tage Urlaub, meine Damen und Herren.
Pause, Urlaub. Schön, dass ihr euch diese Folge reingezogen habt. Es gab zwischendurch kleine technische Probleme, aber die haben wir natürlich gemeistert und sind jetzt quasi dabei, die Folge abzuschließen. Und wenn Ihnen das gefallen hat, lassen Sie doch mal ein Däumchen da und schreiben Sie einen Kommentar und grüßen Sie doch einfach Ihre Vergangenheit, falls Sie live dabei waren, als wir das aufgenommen haben. Live dabei können Sie übrigens sein, wenn wir von Mittwoch bis Sonntag jeden Tag ab 16 Uhr live sind. Und Sie können mir auch auf Instagram folgen, da sage ich Ihnen auch Bescheid, wenn der Stream live geht. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag, auf Wiedersehen. Ciao, Kakao, bis dann!